würde Sie als Gästetrainer das erste Statement bitten mit Ihrer Einschätzung zum Spiel. Ja, es war für uns das erwartet schwere Spiel, ja. Mentalitätsspiel, Gegner zu Hause sehr zweikampfstark, einfach sehr gefährlich über die Flügel, ja, über die, sag mal, Joker außen. In der Mitte natürlich Kopfball stark mit König. Erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen einen Schneid abkaufen lassen, was die Zweikampfführung betrifft. Kamen oft mal zu spät, ja, in die Situationen. Vom Taktischen her war es okay, aber Zweikämpfe haben wir halt vor allem auf unserer linken Seite gegen Schröter des Öfteren verloren und es war dann gefährlich, waren gefährliche Situationen. Sind wir drüber gekommen? Ich habe jetzt keine sehr großen Torchancen vom Gegner. Es waren so ein paar Ansätze, aber so klar, ganz klare, hundertprozentige, meine ich, waren nicht dabei. Und ja, in der Halbzeit haben wir das angesprochen, einfach, dass wir einfach noch griffiger sein müssen, noch mehr, noch besser gegen den Ball arbeiten müssen, außen nicht so viel Flanken zulassen dürfen. Ja, insgesamt haben wir dann das 1-0 geschossen nach einer guten Situation, ja, von dem Spieler, der reinkommen ist, Ünal Tosun, der das Tor gut vorbereitet hat, und der Sercan Sarara, der insgesamt vielleicht nicht so auffällig gespielt hat wie in den ersten Spielen, hat halt dann mit der einen Aktion seine Klasse unter Beweis gestellt. Ja, das erwartet schwere Spiel und bin einfach froh, dass wir jetzt als Sieger vom Platz gehen. Gegner war, wie angesprochen, wie erwartet, sehr schwierig für uns, unbequem, zweikampfstark. Ja. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Joe, deine Worte zum Spiel bitte. Ja, also ich möchte nicht immer halt Lob von gegnerischen Trainern bekommen und die drei Punkte einfach herschenken. Wir haben halt eine hundertprozentige Chance in der ersten Halbseite, wo Morris halt über rechts Seite geht, spielt quer auf Fitze. Fitze trifft den Ball nicht, der steht 5 Meter vom Tor. Und dann erwarten wir, dass so ein Ball halt reingemacht wird. Das ist halt für mich eine hundertprozentige Chance. Auch die Standsituation, was Jules halt beim Pfosten vorbei legt. Das sind auch andere Situationen im Spiel, wo es halt knifflig war, mit ein bisschen mehr Überzeugung. Dann machen wir das 1-0. Wir haben halt kaum ein Torschuss zugelassen, ein paar gefährliche Standsituationen zugelassen und auch die eine Flanke von der linken Seite in der ersten Halbzeit, wo Pommes halt rauskommt und den Ball wegboxt. Aber halt ganz klare Torschuss haben wir nicht zugelassen. Wussten, dass der Gegner halt zwangsweise umstellen müsste, weil Furkan Zorba ausgewechselt werden müsste. Die Außenbahnspieler ab dem Zeitpunkt hatten es etwas schwerer gehabt. Wir haben halt das Gefühl gehabt, dass wir nicht mehr die klare Aktion über die Außen gespielt haben. Dass wir insgesamt, gerade halt nach den Einwechslungen, so keine neuen Impulse bekommen haben. Und dieses Tor, was halt wirklich schön rausgespielt worden ist, ist trotzdem halt zu verteidigen, indem wir halt den Ball, als er nach außen gespielt worden ist, dass wir halt den Ball nach außen verteidigen und das flache Ball ins Zentrum nicht zulassen. Und dann diesen Laufduell, dass wir halt uns etwas cleverer anstellen, beziehungsweise ein bisschen mehr Tiefe gewinnen. Das hat er aber sehr, sehr, sehr ohne gemacht. Ist ärgerlich für uns. Wir haben halt wieder sehr viel investiert und wir stehen halt zum dritten Mal hintereinander zu Hause mit leeren Händen da. Das ist halt extrem ärgerlich und für uns geht es um Punkte und nicht um schönen Fußballspielen, sondern einfach ja, die Punkte zu holen, um halt gegen den oder für den Klassenerhalt zu spielen. Ich wünsche meinem Kollegen alles Gute in Zukunft und eine gute Rückreise und Erfolg in den nächsten Spielen. Dankeschön. Vielen Dank für deine Einschätzung zum Spiel. Schließe mich an den Punkt unseres Trainers an. Euch allen eine gute Heimreise. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wir sehen uns dann zum Rückspiel. Danke. Ebenfalls. Alles Gute.